Hey Leute, und willkommen zu einem weiteren Part von Dynasty Warrior 4. Im letzten Part haben wir den Berg Ding Jun eingenommen, haben Cao Cao mal gezeigt, wie viel Kraft unsere Truppen haben. Und jetzt geht's weiter mit die Schlacht von Yi Ting. Rette Ma Su und durchbrich die feindliche Barrikade. So. So, Zhuge Yang als unser Kommandeur. Ma Su, der in Schwierigkeiten sitzt. Jiang Wei. Und Wei Yan. Sima Yi als der gegnerische Kommandeur. Cao Shen, Zheng He und Chu Huang. So. Gut. Begeben wir uns mal in die Schlacht. Bitte tu alles, um Ma Su zu retten. Zuerst müssen wir die Truppen von Wei am Fuß des Und wie man sehen kann, es ist mal wieder eine sehr, sehr kleine Schlacht. Die nächste Schlacht wird dann wieder etwas größer. Deswegen werde ich hier auch gucken, dass wir hier mal wieder ein bisschen Zeitstreckung machen. Den gemeinsamen Feind vertreiben wir zusammen. Soweit ich informiert bin, hat Liu Bei kurz nach der Schlacht dann, glaube ich, Ma Su hinrichten lassen. Steht jedenfalls in der Enzyklopädie. Aber ob das stimmt, weiß ich jetzt auch nicht. Wie gesagt, ich beziehe mein Wissen hauptsächlich hier raus, dass natürlich nicht jeder... Das habe ich auch noch nie gesehen. Wo war ich jetzt? Dass natürlich die ganzen Offiziere und so nicht jetzt hier irgendwie Hunderte von Feinden getötet haben oder eliminiert, wie auch immer. Das hast du schon gesagt. Damals in Wirklichkeit Gegner erledigt haben, so wie wir es hier tun, das ist natürlich nicht möglich. Ne? Das weiß ich natürlich auch. Aber wenn ihr natürlich besser über die Geschichte Bescheid wisst, weil ihr euch belesen habt oder weil euch das so interessiert, vielleicht ist der ein oder andere irgendwie hier so ein studiert halt Geschichte oder sowas. Und hat da eben halt, ich weiß nicht, wie das ist, wenn man Geschichte studiert. Gibt es da irgendwie so asiatische Fachgebiet dazu, dass man das halt lernt oder so? Ich weiß es halt nicht, deswegen frage ich ja. Ich meine, wenn ich ehrgeiziger gewesen wäre in meinem Leben, ich glaube, ich hätte das dann irgendwann auch mal gemacht, so Geschichte zu studieren. Weil das auch so ein, ich sag's ja immer wieder, das ist halt so ein Ding, was mich schon immer, auch schon seit klein auf interessiert hat. So. Gleich mal das Tor sichern, damit keine weiteren Truppen kommen. Weg hier. Naja, wenn wir 5 bis 6 Minuten zusammenkriegen, umso besser. Wo willst du hin? Ich will hier mit dir kämpfen. Deine Axt gegen meinen Speer. Da, das dachtest du wohl, wa? Bist du hinter? So, bleibt nur noch ein Tor, was wir sichern müssen. Welch überwältigende Kraft. Gucken wir mal da rein. Jawohl. Wir müssen durchs Wei-Hauptlager, um an den nächsten Tor zu kommen. Lass auch uns gehen. Können ja mal aufladen. Au, au. Leute, das tut weh.
Ja. Auf jeden Fall, heute meine Agenda ist auf jeden Fall erstmal dieses Kapitel hier zu schaffen. Ich weiß gar nicht, im nächsten Kapitel, es müssen dann 4 Schlachten, glaube ich, sein. 2 Schlachten habe ich im Kopf, aber da fehlt eine. War das jetzt alle? Ja. Also Yanyi kommt auf jeden Fall. Yiling kommt auf jeden Fall. Und fällt so gegen die Na. Ah, so. Hm. Jetzt habe ich die nächste Schlacht schon im Kopf. Oder? Nee, das ist Quatsch. Ah, ich werde mich überraschen lassen. Vielleicht ziehe ich das auch noch, nehme ich das dann auch noch gleich auf. Das nächste Kapitel und dann haben wir die Schuhe komplett. Und dann kann ich halt im nächsten Durchlauf, was ich vermutlich dann die Woche auch noch anfangen werde, die Wu machen. Und die, ja, die anderen werden dann, wie gesagt, so wie Lugu und sowas, das ist dann halt alles ein bisschen unspektakulär, weil sich viele Schlachten dann auch wiederholen. Aber egal, ich will es halt zeigen. Und wie ich schon gesagt habe, wenn wie ich das mit Extreme Legends mache, weiß ich noch nicht, ob ich da euch jede Schlacht auch nochmal zeigen sollte, weil die sind noch um einiges kleiner als hier so eine Schlacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Da bin ich mir halt noch nicht sicher, ob ich das unbedingt jetzt im Anschluss noch zeigen will. Wir machen erstmal, wie gesagt, das mal das Hauptspiel. Und dann sehen wir in Zukunft erstmal weiter. Ich habe da noch, wie gesagt, einiges geplant dieses Jahr, was ich unbedingt zeigen möchte als Let's Play. Vor allem möchte ich die auch dieses Jahr noch abschließen und nicht unbedingt mich dann mit irgendwelchen anderen Spielen nochmal, die vielleicht so viel Zeit fressen. Und vor allem die Spiele, die ich schon angefangen habe, beenden. Man kann den Sieg nicht erzwingen. Und das war's auch schon. Ja, komm. Wir lassen das hier als ein Part. Und im nächsten Part kommt dann die Wusang-Ebene. Weil sonst wird der Videotitel zu lang. Okay, fehlt nicht mehr viel und dann ist die auch auf Maximum. Da der Berg Dingjun gefallen ist, ist das Gebiet Weis der Truppen Shus ausgeliefert. Durch die erfolgreiche Verteidigung Yitings befindet sich darüber hinaus ganz Hanzhong unter die Herrschaft Shus. Der Nordfeldzug geht seinen Höhepunkt entgegen. Die Ebene von Wusang liegen auf halbem Weg zwischen dem Berg Dingjun Yiting und der westlichen Wei-Hauptstadt Chang'an. Hier wird die letzte Schlacht zwischen Wei und Shu geschlagen. Wem werden die Götter gewogen sein? Das stimmt so nicht, weil die Wei-Hauptstadt ist nach wie vor Chuchang und nicht Chang'an. Ich weiß aber nicht, ob nachdem Lu Yang von Dongsu niedergebrannt wurde, und er so gesagt die Kaiserhauptstadt nach Chang'an verlegt hat, wie das dann im Laufe der Zeit, ich meine jetzt hier so ein Zeitpunkt des Spiels sind wir weit fortgeschritten, was die Jahre anging, ob da überhaupt der Kaiser irgendwie, jedenfalls in Dynasty Warrior 9 ist es so, dass die Kaiserhauptstadt dann wieder, ich glaube, Lu Yang war, weil die wurde mit der Zeit dann irgendwie wieder aufgebaut. Ich bin mir aber nicht sicher. Wenn ihr da besser Bescheid wisst, ruhig in die Kommentare schreiben. Ja, und im nächsten Part geht es dann mit der Schlacht auf der Wusang-Ebene weiter. Also Leute, haut rein und ciao.